Ja, fächerübergreifender Unterricht ist ja mittlerweile an Schulen gang und gäbe. Ein Unternehmen geht noch einen Schritt weiter. Kult Crossing bringt Experten in die Schulen und Ausbildungsbetriebe. Schule, Kultur und Beruf ganzheitlich vernetzen. Das hat sich Kult Crossing als Ziel gesetzt. Gegründet im September 2006, feiert das gemeinnützige Unternehmen nun seinen 5. Geburtstag. Geschäftsführerin Christa Schulte zieht ein positives Fazit. 5 Jahre Kult Crossing bedeutet, dass wir eine ganz tolle Entwicklung gemacht haben. Wir haben ganz unterschiedliche Kultursparten ausgebaut und Module für die Schule entwickelt. Wir haben Theater, Musik, Tanz, bildende Kunst und natürlich den Medienbereich hinzugenommen. Und damit sind wir eigentlich quasi komplett. Das heißt also, in den 5 Jahren haben wir es geschafft, alle wichtigen Sparten auszubauen. Kult Crossing bietet sogenannte Kultjobs für alle Schulformen und Ausbildungsstätten an. In Workshops arbeiten hier Kulturschaffende und Experten mit Schülern und Auszubildenden zusammen. Praxisnahe Inhalte sollen vorgegebene Lehrpläne ergänzen. Aktuell gibt es 150 verschiedene Workshops. Sie sind in die Rubriken Theater, Tanz, Musik, bildende Kunst und Medien unterteilt. Kann es nur noch inhaltlich in die Tiefe gehen und noch oder in die Breite, und wir lassen uns auf alles ein, was irgendwie Spaß macht und was Schüler weiter fördert. Die Förderung durch Kult Crossing erfolgt stets im Zusammenspiel mit Kulturschaffenden und Experten der unterschiedlichsten Berufssparten. Für Wissenschaftler Oliver Hart hat das gemeinnützige Unternehmen genau den richtigen Ansatz gefunden. Das ist eigentlich genau das, um was es geht. Diese Zerstückelung praktisch der erkenntnisgewinnenden Disziplinen aufzuheben. Weil ich der Meinung bin, dass letztlich geht es ja eigentlich immer nur darum, zu erkennen, aus was die Welt besteht. Und verschiedene Methoden führen dazu. Es gibt keinen Königsweg. Und das Einzige, was man eigentlich machen kann, ist so viel wie möglich mitnehmen, so viele Methoden wie möglich zu suchen und das dann zu vereinen. Und aus verschiedenen Zugängen dann versuchen, die Realität oder die Welt zu verstehen. Die Welt besser verstehen. Seit nunmehr 5 Jahren leistet Kult Crossing seinen ganz eigenen Beitrag dazu.